Hallo und herzlich willkommen im Wald. Heute geht's um das da. Das da ist eine Gummidrahthose und da drin ist eine kleine Tanne. Und die Gummidrahthose dient dazu, dass die Rehe nicht an die Tanne kommen, kurz gesagt. Warum ist das jetzt interessant? Weil hier verlinke ich euch mal ein schönes Video zu diesem Thema. Ich musste da wirklich so lachen bei diesem Anblick dieser lustigen Pflanzen mit den rot-weißen Blüten. Das ist mir jetzt einfach ein Anliegen, ist da jetzt nochmal unbedingt noch ein bisschen was zu erzählen in Videoform. Ich habe auch einen langen Kommentar drunter geschrieben, aber das ist mir jetzt wirklich ein Anliegen. Guckt euch unbedingt dieses Video an, sonst habt ihr keine Ahnung, wovon ich spreche, dann macht das hier alles überhaupt keinen Sinn. Das ist so meiner Meinung nach die eine Komponente eines Zwei-Komponenten-Systems, das ideal geeignet ist, um eine bestimmte Baumart vor Reh-Einfluss zu schützen. Insbesondere dann, wenn halt eben noch Wald drüber steht. Ihr müsst mir jetzt einfach mal glauben, dass da welcher ist, obwohl, ich zeig's euch mal schnell. So, ich hoffe, man hat es einigermaßen sehen können, dass da welcher war. Worauf will ich hinaus? Ich will also eben darauf hinaus, diese Tanne frisst kein Reh mehr. Kurz, warum frisst das Reh die Tanne? Das Reh ist Feinschmecker und Konzentratselektierer. Das heißt, es holt sich A, gerne das, was selten und B, was kostbar ist. Das ist scheinbar dann immer besonders lecker. Das heißt, es beißt bei solchen Bäumchen, insbesondere bei so jungen Bäumchen, mit einer riesen Vorliebe, insbesondere wenn das Bäumchen dann auch noch die Tanne ist, die so irgendwie besonders lecker, die oberste Knospe ab. Die sogenannte Terminalknospe oder Terminaltriebknospe. Das ist einfach die zentrale Stelle, an der der Baum nach oben wächst. Wenn die ab ist, dann dauert es mindestens ein Jahr, bis eine neue Terminaltriebknospe gebildet werden kann und der Baum überhaupt wieder in der Lage ist, nach oben zu wachsen. Er wird und wird also nicht größer, wenn ihm jedes Jahr im Frühjahr, Sommer oder Herbst die Terminaltriebsknospe abgebissen wird. Im Herbst wäre es nicht so schlimm, weil er dann im nächsten Frühjahr eine neue bilden kann und dann wieder loslegen. Aber viel mit Wachstum ist da halt einfach nicht. Und da das nicht im Sinne des Försters sein kann und auch nicht im Sinne einer natürlichen Waldverjüngung, muss man da irgendwas unternehmen. Da gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Entweder man schützt einzelne Bäume oder Möglichkeit zwei, man tötet ganz viele Rehe. Das klingt jetzt erstmal brutal, es gibt aber durchaus Argumente, weshalb das durchaus auch eine gute Idee sein kann. Aber da streiten sich die Gelehrten, insbesondere streiten sich da die Jäger und die Förster, also die Baumschützer und die Tierschützer, weil ein Jäger doch tatsächlich eigentlich Tierschutz betreibt, wenn man das mal ganz genau betrachtet. Er schützt zwar nicht das Individuum, aber die Population, was viel wichtiger ist, als jetzt einzelne Individuen zu schützen. Man kann es mit dem Schutz nämlich auch übertreiben und dann werden das total unkontrolliert viele und machen einen Haufen Blödsinn. Und jedem einzelnen Individuum geht es dreckig. Die haben alle Parasiten und so weiter und so fort. Nur weil irgendein Veganer der Meinung ist, dass man die nicht umbringen darf. Obwohl es das einzige Biofleisch ist, das es überhaupt gibt. Weil die einzig artgerechte Tierhaltung, die wir haben, ist nämlich die Tierhaltung, die keine Tierhaltung ist, sondern Wildtiere. Also das allerbeste Fleisch. Ökologisch absolut top. Was man wirklich ohne Probleme immer essen kann, sofern es dann jetzt nicht gerade radioaktiv verstrahlt ist oder irgendwie der Fuchsbandwurm drin oder, ne Quatsch, Fuchsbandwurm doch nicht, Trichine drin oder sonstige Probleme. Aber wenn das als Ding für gut befunden wurde und das wird immer entsprechend überprüft, nachdem das Tier geschossen wurde, ob man es jetzt nun essen kann oder nicht, dann ist Bio-Wildfleisch einfach das allerbeste Fleisch, das man überhaupt kriegen kann. Aber das nur am Rande. So, jedenfalls steckt die Tanne da drin, kann die Knospe nicht mehr gefressen werden oben und der Tanne geht's gut und die Tanne kann dann hochwachsen und wächst dann irgendwann über diesen Draht hier, dieses Drahtgeflecht hinaus und dann ist er sozusagen einfach dem Reh davon gewachsen, weil das Reh nicht mehr hoch genug ist, um dann noch großartig an die Tanne ranzukommen. Zumindest nicht in einem Maßstab bei so vielen Tannen wie hier stehen, dass es einen Schaden anrichtet, also von dem gesamten Wald gesehen. Jo, ich habe jetzt gesagt, das ist ein Teil des Zwei-Komponenten-Systems. Das zweite Komponente ist folgende. Was ihr hier seht, ist jetzt das Weiße an der Tanne, das ist das Interessante.
Das ist jetzt nicht irgendein Pilz oder irgendein Blödsinn, sondern das ist tatsächlich eine Rehschutzfarbe, wenn man so möchte. Wird aufgebracht, indem einfach hier ein Waldarbeiter mit einem Pinselchen durchrennt. Ich habe jetzt kein Pinselchen und einem Eimerchen, sein Pinselchen in sein Eimerchen tunkt und mit dem Pinselchen einmal klopp, klopp, klopp macht. Und die oberste Spitze der Tanne, die hier ist jetzt schon wieder ein Stückchen höher gewachsen, deshalb ist da oben jetzt keine Farbe mehr drauf, aber die oberste Spitze der Tanne einfach mit diesem Zeug einschmiert und dann frisst das Reh auch nicht. Das Blöde ist jetzt bloß, diese Schmierung hält nur ein Jahr ungefähr, mit Sicherheit, weil am nächsten Jahr ist ja wieder die Tanne ein Stückchen größer geworden. Der obere Teil ist logischerweise nicht mit, da ist die weiße Farbe nicht mitgewachsen, was irgendwo Sinn macht, ne? Also das Gesamtsystem basiert jetzt eben auf dem Schutz von pro Punkt. Ne? Das ist immer, sind immer einzelne Punkte, an denen ich mich jetzt auch, an einem so einem befinde ich mich jetzt auch gerade. Und an diesen einzelnen Punkten gibt es jeweils drei Tannen, die so ein Gitterchen haben. Hier ist zum Beispiel die zweite. Die dritte spare ich mir, aber die ist auch da. Die haben immer so einen Abstand von ungefähr Pi mal Daumen 10 Metern zueinander. Und dazwischen gibt es halt eben die kleinen Tannen, die dann per weißer Farbe zusätzlich noch geschützt werden. So, und das Gesamtsystem funktioniert jetzt folgendermaßen. Nämlich, diese Punkte mit den jeweils drei genetzthosten Tännchen und den entsprechend vielen kleinen angepinselten dazwischen funktioniert so, dass die alle in einer Linie entlang eines Hanges angebracht sind. Also diese Punkte angelegt. Und jetzt muss man einfach irgendeinen nicht qualifizierten Arbeiter haben, weil ein qualifizierter wäre zu teuer, kann wirklich völlig egal sein, wer, solange der Beine hat und in der Lage ist, ein Eimerchen und einen Pinsel zu bedienen. Oh, das war schon wieder böse. Dann kann das wirklich jeder. Das ist nicht schwer und macht sogar ein bisschen Spaß. Den kann man einfach den Hang entlang schicken. Der sieht diese Punkte, weil die ja doch einigermaßen gut markiert sind. A, durch diese Drahtgenetzhosen da im Wald, die man doch einigermaßen ganz gut sieht. Plus diese Stöcke mit dem roten Kopf, die man auch einigermaßen gut sieht. Man könnte jetzt natürlich noch einmal vorher als Forster durchrennen und dann noch so ein paar rote Bändchen an die Bäume hängen, um den Weg wirklich idiotensicher zu markieren. Das würde ich wahrscheinlich noch tun, insbesondere wenn ich jetzt keine Facharbeiter einsetze. Und jedenfalls gehen die dann einfach das ganze Ding entlang und markieren entlang ihres Weges alle kleinen Tännchen am Boden, die sie finden, eben mit dieser Schutzfarbe. Und das macht man jedes Jahr einmal, schickt da pro Waldstück eben, wo das nötig ist, dass da diese Tannen eben auf diesem Wege geschützt werden, seine zwei, drei Leute durch. Die brauchen dann meinetwegen einen Vormittag oder einen Nachmittag für den ganzen Hang. Und dann sind in der Mitte des Hanges, das muss man noch dazu sagen, diese Punkte liegen alle in der Mitte des Hanges, sind dann sämtliche Tännchen oder zumindest eine hohe Zahl an Tännchen wirklich vom Reh geschützt, sodass es dann irgendwie in ein paar Jahren dann von der Mitte des Hanges ausgehend ein paar große Tannen geben wird, also mindestens immer die drei, um die Drahthose drumherum war. Und die dann irgendwann in ferner Zukunft, und der Förster denkt ja langfristig, so groß sind, dass sie überall Tannensamen nach oberhalb des Hanges, nach unterhalb des Hanges schmeißen und es dann überhaupt kein Problem mehr ist, weil wirklich überall Alttannen da sind, die Samen produzieren ohne Ende, dass alle anderen Tannen für den Rest des Hanges, also alles hier voll mit Tannen sein wird in 60 Jahren oder so, zumindest mit ganz kleinen Tannen. Aber das spielt überhaupt keine Rolle, wie lange das dauert, weil wenn wir was haben im Wald, dann ist es Zeit. Finde ich überhaupt eine ganz tolle Sache bei diesem Job. Einfach dieses langfristige Denken, das macht richtig Spaß, dass man wirklich so, ach ja, ich plane mal jetzt was für die nächsten 100 Jahre oder so. Diese Nachhaltigkeit, das macht einfach Spaß, das ist was Schönes. Wenn man wirklich sowas richtig, da können quasi die Enkel von mir dann hier noch herkommen und feststellen, oh, hier hat Papa diese drei Flossen mit den drei Tännchen in den Boden gehauen, um die drei Tännchen zu schützen. Und jetzt stehen hier ganz viele Tannen und Papa war's, Opa war's. Das ist ja auch egal. Ich glaube, ihr habt das Grundprinzip hoffentlich verstanden. Ja, das war jetzt ich hier. Deshalb weiß ich auch, wo die Dinger stehen. Das Konzept ist von Bernhard Kraus, dem hier zuständigen Förster. Und ich habe so ein ganz kleines bisschen mit drüber nachdenken dürfen. Also er hat es als Kraus-Tüxen-Konzept bezeichnet, wobei...
Naja, sagen wir 70% Kraus und 30% Tüxen maximal. Also der Tüxenanteil. Immerhin, ein bisschen was habe ich dazu beigetragen. Finde die Idee toll. Das ist ein nicht gängiger Stand der Forschung. Das ist jetzt hier quasi so ein Pionierprojekt, so ein bisschen. Meiner Meinung nach so das Optimum, wie man denn jetzt einzelne Bäume so richtig schön vorm Wildfall beschützen muss. Flatterband ist definitiv nicht eine gute Alternative. Wirklich nicht. Also wenn, dann wieder diese Farbe. Was man auch noch machen kann, ist, dass man so eine spezielle Hanffaser einfach oben, also da, wo jetzt quasi die weiße Farbe ist, bei dem Ding, was ich euch eben gezeigt habe, dass man da oben so eine spezielle Faser drum wickelt. Ich meine wirklich, das wäre Hanf gewesen, es könnte auch Flachs sein. Ich meine, es wäre Hanf. Und diese Faser, die mögen die Rehe auch nicht und beißen dann halt eben nicht die oberste Knospe ab, wenn da dieses Zeug drum hängt. Ist halt auch wieder eine einjährige Geschichte, weil im nächsten Jahr ist das Ding wieder höher gewachsen und dann hängt, wenn überhaupt, nur noch ganz wenig Faser an der obersten Geschichte. Also, ja, da müsste man es, also schlimmstenfalls müsste man es 2 Jahre, bestenfalls müsste man es alle 2 Jahre wiederholen. So rum. Ja, das wäre also noch die Alternative, dass man eben statt dieser Farbe eben dieses Flachszeug nimmt. Oder man baut halt wirklich diese normalen Plastikhüllen drum, die ihr garantiert schon mal gesehen habt. Fahrt auf einer beliebigen Autobahn rum. Da seht ihr am Waldrand immer mal wieder diese Plastikhüllen. Ich zeige sie euch gleich noch. Oder man baut einen Zaun. Aber das machen wir eigentlich heutzutage nicht mehr. Aber vielleicht, das zeige ich euch auch noch irgendwann. Ja, das ist das Tubex-Rohr. Das ist so die gängige Alternative zur Gummidrahthose. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen und die gelten deshalb als noch toller als die Gummidrahthose, weil durch dieses Plastikrohr innerhalb des Rohres so eine Art Mikrogewächshaus entsteht, sagt man. So wirklich hundertprozentig nachgewiesen, weiß ich gar nicht, ob das inzwischen ist, ob das wirklich funktioniert. Jedenfalls ist der Effekt auf jeden Fall nicht sonderlich groß. Mir ist ja die Gummidrahthose trotzdem lieber, weil die einfacher in den Wald zu bringen und wieder rauszuholen ist. Weil wenn man mal wirklich viele von diesen Dingern in den Wald schleppen muss, dann merkt man relativ schnell, jedes Gramm zählt. Also das ist wirklich ziemlich viel Arbeit und geht auch ordentlich in die Knochen. Habe ich ja auch schon gemacht. Und ja, da ist also wirklich diese Gummihose wirklich von Vorteil. Außerdem, die lassen sich auch relativ einfach eben wieder einsammeln, lassen sich kompakt zusammenrollen. Das geht mit diesen recht harten Teilen da auch nicht so gut. Und das ist alles immer so ein bisschen, naja. Also mir sind die Gummidrahthosen lieber, aber vom Prinzip her sind die genauso gut. Also kann man jetzt nicht sagen, dass die wirklich schlechter sind. Das ist persönliche Vorliebe und es gibt Vor- und Nachteile. Also hier kann man nochmal schön die Funktionsweise von so einem Rohr erkennen. Der Baum wird halt dicker und dicker und dicker und irgendwann sprengt er das Rohr und das Ganze sieht dann so aus. Wenn der jetzt noch weiter wächst, dann sprengt das Rohr irgendwann komplett ab. Das hat an einer Stelle auch meistens dann so eine Perforierung, dass es halt eben vom Baum auch ohne weiteres abgesprengt werden kann und der dann nicht einwächst in dieses Rohr. Ja, und so ein Rohrfeld, wie wir es hier jetzt haben, ist eben der Versuch der Sturmwurfflächenaufforstung gewesen. Und die einzelnen Bäumchen, die man dann wirklich mühsam in das ganze Gestrüpp, das dann da war, reingesetzt hat, wollte man dann auch sicher sein, dass sie eben durchkommen und hat deshalb eben ja diese Rohre drum. Es gibt aber durchaus auch Rohre, bei denen eben nichts durchgekommen ist. Zum Beispiel das hier. Also so effektiv war es dann nicht, aber was hätte man machen sollen? Man hatte ja keine andere Möglichkeit damals und das waren einfach so riesige Sturmwurfflächen, dass das wirklich nicht anders ging. Ach so, vielleicht soll ich noch erwähnen, von welchem Sturm ich spreche. Das ist Lothar 1999, beziehungsweise im Übergang zu 2000 hat er hier diese Sturmwurfflächen angerichtet. Aber guckt euch dazu nochmal das anfangs verlinkte Video. Ich verlinke es auch gerne nochmal an. Dann wisst ihr auch, wovon ich rede. Auch nochmal ein großes Problem bei Tubex-Rohren ist dann halt eben, wenn man die dann mal im Wald stehen hat, muss man die auch irgendwann wieder rausbekommen. Das ist ganz witzig, das hat der Förster natürlich damals auch gewusst, wenn er überall diese Rohre hinsetzt, dann stehen die da und die kriegt er nicht mehr weg. Aber genau jetzt eben gerade diese leicht grünlichen Rohre, die wir hier jetzt überall seht, da gibt es ja auch wie gesagt noch jede Menge andere Varianten, da hat der Hersteller behauptet, die würden in spätestens 10 Jahren verrotten. Es ist 15 Jahre her und keins dieser Rohre ist in irgendeiner Form auch nur angerottet. Also, das war ein bisschen blöd, ne? Aber gut.
Jetzt kann man den Typ, glaube ich, noch nicht mal mehr verklagen, weil es den gar nicht mehr gibt, 15 Jahre später. Von daher, Arschkarte. Muss halt dann irgendwann mal wirklich einen Haufen Forstwirte da im Wald rumspringen und diese Rohre wieder einsammeln. Das hilft alles nichts. Und das ist unglaublich teuer, weil ein Forstwirt pro Stunde 35 Euro kostet. Alles in allem mit Sozialversicherung und so weiter und so fort. Jawohl. So, dann war's das für heute. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Scheiße, schon wieder eine Schranke.